bist, das auch weiterzugeben, in die Gemeinde zu legen und dir viel Mut, der du Hörender gerade warst, Hörender, ja, darauf zu reagieren. Heute Morgen oder während diesem Tag noch oder in diesen Tagen. Ja, Jesus schenkt Herzerweiterung, geistliche Herzerweiterung. Brauchst du Herzerweiterung? Geistlich, ja, im Physischen nicht, ne? Aber geistlich eine Herzerweiterung. Er möchte was hineinlegen in unser Herz. Und deine Schau, die Perspektive ist darin oft ein Schlüssel. Ja? Ist ganz wichtig, wie schauen wir auf Dinge, auch auf Schwierigkeiten, auf Sorgen, auf Probleme, die zu uns kommen. Mir war vorhin noch so dieses eine Lied, wo wir immer wieder mal auch singen, Anker, ich glaube, Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Das geschieht, wenn Jesus angeschaut wird, dann will er hineinsprechen in deine aufgewühlte Seele. Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Vielleicht ist es auch für dich heute Morgen. Vor einigen Jahren stand ich mal neben einem Jungen, der das Lied auch aus ganzem Herzen mitgesungen. Der hat aber eine andere Perspektive. Der sang nämlich, ich spring ins aufgewühlte Meer und meine Seele hinterher. Auch eine Perspektive, ne? Hat es nicht ganz verstanden, was die Erwachsenen singen und hat gesungen, wie er dachte jetzt, ne? Perspektive. Ich möchte heute Fortsetzung machen mit einem Thema, wo wir vor 2 Wochen begonnen haben, Perspektive Reich Gottes. Und Harald hat am letzten Sonntag dann über Nachfolge gesprochen, der Schlüssel, dass wir das Reich Gottes überhaupt erfassen, ergreifen können, dass wir ja Bürger, dass wir aktive Botschafter in diesem Reich sind, das ist der Schlüssel Nachfolge. Ja, dass wir unser Leben Jesus nicht nur anvertrauen für die Ewigkeit, sondern dass seine Pläne in unser Leben kommen. Und hier und jetzt, während das Reich Gottes mitten unter uns ist, dass es sich ausbreitet durch dein Sein. Dahin, wo wir kommen, dahin kommt der Herr. Das ist auch eine Perspektive, ja? Wo du heute Mittag noch hingehst. Du Bürger, du Botschafter, du Kind des Reiches. Dahin will Jesus kommen, mit dir. Und ganz oft sind wir so nicht unterwegs, mit der Perspektive, mit diesem Verständnis. Aber das möchte er. Ich möchte heute so Fortsetzung machen. Wir wollen vor allem Matthäus Kapitel 13 dann anschauen. Ja? Erst nochmal ein kurzer Rückblick. Perspektive, Reich Gottes, Gleichnisse und Geheimnisse des Reiches Gottes. Oh, jetzt wird es ganz mysteriös. Geheimnisse. Mal schauen, was wir für Geheimnisse entdecken. Vielleicht können wir ein paar so, wir sind ja unter uns, heute Morgen anschauen, verratet es dann niemand. Ne? Wir haben ja heute Morgen von den Kids schon gehört, ein guter Freund ist, wer Geheimnisse nicht preisgibt. Ja? Aber es gibt auch Geheimnisse, da darf man manche einweihen. Ja? Und wir schauen mal, was wir so für Geheimnisse auch heute Morgen noch entdecken, des Reiches Gottes. Vor 2 Wochen habe ich über dieses gesprochen, Reich Gottes, Perspektive, Reich Gottes. Und es ging so um diese 3 Ebenen. Wisst ihr noch, über was ich gesprochen habe? Ich gebe euch ein paar Sekunden, vielleicht so Verbindung mit eurem Gehirn aufzunehmen, was da so gespeichert ist. Ja, wie beim Computer, gell? Wo habe ich es nur abgelegt? Irgendwo habe ich es. Ja. Es ging so um diese 3 Ebenen. Einmal global, das Reich Gottes, zu verstehen, es ist schon da, aber es ist noch nicht ganz da. Es ist mit Jesu erstem Kommen aus diesem, wo es für Israel davor so bewahrt war oder bestimmt war, geöffnet worden für alle Nationen. Und mit Jesus bricht das Reich Gottes hinein in die Nationen. Ja? Es ist aber noch nicht vollendet. Es wird vollendet sein, wenn er wiederkommt. Er hat uns versprochen, er kommt wieder und er wird das Reich einnehmen. Ganz. So wie vielleicht damals die Juden schon erwartet hatten, dass er das Reich aufrichtet. Das waren so die Gedanken, global, universal. Es ist schon da, mitten unter uns. Ja? Die, die zum Reich Gottes gehören. Und es bewegt sich mit denen, die zum Reich Gottes gehören. Und darüber hinaus natürlich auch. Und es wird vollendet werden, wenn er wiederkommt. Ja, und wir werden jetzt zubereitet für die Aufgaben dann, für das vollendete Reich.
da, wo wir jetzt drin leben, ist eigentlich nur die Schule des Reiches Gottes, dein jetziges Leben. Du wirst vorbereitet, du wirst kompatibel, wenn du mit Jesus läufst, für das, was kommend ist. Die zweite Ebene haben wir angeschaut, so das Reich Gottes in der Gesellschaft, was uns ja auch als Gemeinde wichtig ist. Salz, Licht, Sauerteig, hineinwirken in die Gesellschaftsbereiche. Manchmal feiern wir einen Gottesdienst, wo wir einen besonderen Gesellschaftsbereich anschauen. Vor kurzem war Sport dran, ja, oder Gesundheitswesen, Erziehungswesen, Politik, Wirtschaft, hatten wir schon mal angeschaut. Und dann die, die darin auch Berufung tragen, Reich Gottes sichtbar zu machen, zu segnen, zu ermutigen. Was wir aus Josua heute Morgen schon gehört haben, sei mutig und stark. Ja, ich will dich darin gebrauchen. Mission. Gehört heute Morgen, sind einige junge Leute da, die in Kurzzeit ein Jahr in die Mission gehen. Gott will euch gebrauchen, das Reich Gottes sichtbar zu machen durch euer Leben. Da, wo ihr dient, wo ihr in langfristige Dienste dazukommt, Gott segne euch. Und es soll etwas in euch geöffnet werden von dem, was Gott mit eurem Leben vorhat. In diesem Jahr, aber weiter darüber hinaus. Oh, wir wünschen euch, dass ihr Reich Gottes schmeckt und dass es durch euch sichtbar wird in der Zeit. Reich Gottes in der Gesellschaft. Reich Gottes war dann so die dritte Ebene in meinem Leben. Dieses Verstehen, wer ich bin und wie Gott mich gebrauchen will im Reich Gottes. Gehorsam gegenüber diesem König, dieses Königreichs. Wie Irmi gerade gesagt hat, mein Herz ganz für diesen König öffnen. Ja, dass er mir erklären kann, mein eigenes Leben, aber dann auch, was er durch mich darin tun will. Zu erkennen, es geht nicht um mich, es geht um ihn zuerst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dass es um seinen Namen geht, den wir heute Morgen schon besungen haben, der geehrt wird. Ja. Allein um den Namen Jesus geht es im Reich Gottes. Und wir werden als lebendige Steine eingefügt. Wir werden zu Botschaftern des Königreiches Gottes. Wir repräsentieren, wir spiegeln wider, wir sollen sichtbar machen, wir sollen Schaden von seinem Reich abwenden und mit einem authentischen Lebensstil das Reich Gottes der Welt vorstellen. Da hinein bist du gestellt. Und das hat ja auch was mit Perspektive zu tun. Nicht nur die Perspektive, sorgenfrei zu werden, sondern die Perspektive, berufungsvoll zu werden. Und zu erkennen und zu verstehen, dass alles, was du tust, für Jesus interessant ist. Auch jede Lebensphase, ob Kind, ob Senior, ja, ob hier in Deutschland, wo er dich hingestellt hat, wo du weißt, das ist der richtige Platz, ja, wo du vielleicht auch denkst, da kommt noch mehr, aber im Moment muss ich mich hier einbringen, wo ich gerade bin, oder ob er dich ausgesandt hat in die Nation, Reich Gottes repräsentieren. Im Kapitel 13 des Matthäus-Evangeliums spricht Jesus über dieses Reich Gottes und erklärt es mehr, ein bisschen mehr. Ich habe so 6 Begriffe genannt, die will ich euch vorher nennen und dann schauen wir mal rein in Kapitel 13, wie Jesus so mit Gleichnissen über Geheimnisse des Reiches Gottes spricht. Das Reich Gottes, wie beschreibt er es? Jens, kannst du mal diese 6 Begriffe reinnehmen. Das Reich Gottes gewinnt bereite Herzen. Es sucht Herzen. Das werden wir gleich wiederfinden in den Gleichnissen. Das Reich Gottes bewirkt Frucht im Leben. Wenn du im Reich Gottes unterwegs bist, dann wächst Frucht in deinem Leben. Dann haben andere was davon. Ja? Denn was du aufgenommen hast, das wird sich multiplizieren. Das ist Geheimnis des Reiches Gottes in dir. Das Reich Gottes belohnt himmlisch. Nicht einfach nur einen irdischen Lohn, sondern da ist uns himmlischer Lohn versprochen. Ja? Am Ende, wenn er vollendet. Das Reich Gottes durchdringt die Welt. Ja? Es ist unterwegs. Ja? Und das schon tausende von Jahren und seit 2000 Jahren durch das Kommen Jesu in alle Nationen hinein. Es trennt Gutes von Bösem. Licht und Finsternis. Das Reich der Finsternis ist auch dynamisch.
geht ganz schön ab in dieser Welt. Ja? Und das Reich Gottes trennt Licht von Finsternis. In dir, in mir werden Dinge plötzlich klar, Mark und Bein. Das Wort Gottes, das hineinspricht. Wenn wir als Bürger, als Nachfolger unterwegs sind, werden wir verändert. Und er will in dir weiter Dinge trennen, die nicht mehr zu dir gehören, aber die auch neu dazugehören. Und so auch da, wo das Reich Gottes sichtbar wird, in das Umfeld hinein, wo Dinge sich verändern. Und es wächst bis zur Vollendung. Ja, es wächst. Wir haben es ja schon mal gehört, die Schwaben denken, es wird gebaut, aber die Bibel sagt, es wächst. Ja, beides wahrscheinlich. Wir dürfen mitbauen. Ackerbau. Ne? Kapitel 13, wir schauen mal so ein bisschen rein. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Schauen dann gleich mal Vers 10, bevor wir dann so das erste Gleichnis danach anschauen. Da waren nämlich nicht nur die Volksmenge, sondern da waren ja auch immer seine Jünger mit ihm. Ja? Und seine Jünger, die haben das klugerweise genutzt, wenn sie dann mit Jesus allein waren, ihn zu fragen, wenn sie was nicht so verstanden hatten. Und im Vers 10 geht es jetzt um diese ganze Sache, warum Jesus überhaupt immer in Gleichnissen redet. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber, sagt er dann zu seinen Jüngern, seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Klar spricht er da zu Jüngern, die alle aus dem Volk Israel kamen damals. Ja, und er sagt, so geht's eurem Volk. Sie hören und verstehen doch noch nicht. Sie spüren nicht, was neu angebrochen ist. Sie erkennen mich noch nicht. Wir wissen alle aus den Prophezeiungen des Alten Testamentes und was Jesus und was Paulus uns dann auch erklärt. Die Zeit wird kommen, wo das Volk Israel auch ganz versteht, dass Jesus der Messias ist. Ja, die wird kommen. Aber hier hat sich was geöffnet, nicht nur für das Volk Israel, für einige Erstlingsfrüchte, die messianischen Juden, die an Jesus glauben, damals schon, die ihm vertraut haben, die ihm nachgefolgt sind, so wie es auch heute wieder viele oder einige, viele wachsend gibt im Land Israel, sondern es war eine Öffnung für die Nationen. Und jetzt geht das hinaus, Botschaft. Wer wird hören, wer wird verstehen? Wer hat ein bereites Herz? Deshalb habe ich vorhin hier geschrieben, gewinnt bereite Herzen, suchende Herzen. Herzen, die Perspektive ergreifen wollen. Dahin ist das Reich Gottes unterwegs. Und Jesus spricht deshalb so ein bisschen verborgen in Gleichnissen, um zu wecken. Weil wer sucht, der findet Schatz. Wer nicht sucht, der findet auch Schatz nicht. Ja?
Er spricht in Gleichnissen. Euch aber ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Bist du schon ein Geheimnisträger? Verstehst du die Dynamik des Reiches Gottes? Ist diese Herzerweiterung schon, hat die schon begonnen zu verstehen, um was es in diesem Leben wirklich geht, in dieser Zeit, in der wir leben? Und dass dein Leben Bestimmung hat, dass du kein Zufall bist, sondern Bestimmung, dass ich da was öffnen kann? So, Jesus redet in Gleichnissen. Er will erklären, er will die, die suchend sind, gewinnen und dann sich ihnen offenbaren und bestätigen und zeigen. Und dann hat er so verschiedene Gleichnisse, die so diese anderen Punkte, die hier stehen, einfach beschreiben. Kannst du mal zurückgehen auf die vorhergehende Folie, was hier unten dann so mit benannt ist. Die Geheimnisse schauen wir gleich nachher nochmal an. Gucken wir mal ein paar dieser Gleichnisse an. Das Geheimnis von der Saat. Hör zu, begann er. Das ist jetzt im Vers 3. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Wer suchend ist, der höre. Und Gott will sich dir zeigen. Das hat er damals so zum Volk gesprochen. Das hat er hineingesprochen. Einladung. Ja, und er hat was schmackhaft gemacht. Leute, was heißt das? Bauer, Saat, Feld, Felsen, Dornen. Guter Boden. Das Reich Gottes braucht guten Herzensboden. Den Jüngern erklärt er ja dann das Geheimnis. Er hat zwar ihnen vorher gesagt, euch ist es gegeben, das zu verstehen. Aber ich glaube, er wusste, so wie ich meine Jünger kenne, so ganz deuten sie es vielleicht doch nicht richtig. Und er hat sich Zeit genommen, es ihnen nochmal zu erklären. Und das macht übrigens heute der Heilige Geist, wo Jesus nicht mehr da ist. Er will dir die Gleichnisse, die Geheimnisse, den Geschmack des Reiches Gottes in dein Leben hinein erklären, verdeutlichen, dass du da drin leben kannst. Im Vers 18. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Harter Boden. Schon gehört. Aber was soll ich damit anfangen? Ist es von Interesse für mich? Ist es bedeutsam? Mir geht's doch gut. Brauche ich das? Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Das Gebet in meinem Herzen, Herr, lass es Wurzeln schlagen, tief, tief, tief. Dass ich mich nicht fürchten muss, wenn ein dürres Jahr kommt, wenn Hitze kommt. Dass ich beständig bleiben kann an dir. Deshalb nicht nur Charisma des Heiligen Geistes, sondern Charakter, Tiefenwirkung, Veränderung. Du bist, was du isst, haben wir heute Morgen schon gehört. Sich mal damit auseinandersetzen. Wie gestalte ich denn mein Leben? Lebe ich oberflächlich? Lasse ich Tiefe zu, dass das Reich Gottes Wurzeln kriegt und in mir wachsen kann und durch mich wachsen kann, durch mich sichtbar wird.
Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt. Oh, da ging es heute Morgen auch schon drum, ne? Was ist dir wichtiger? Was leuchtet heller? Was ist dominanter für dich? Ja. Mit welcher Perspektive sind wir unterwegs? Wir haben alle Sorgen. Also die Bibel spricht oft von Sorgen. Die Bibel sagt nicht, dass es keine Sorgen gäbe. Deshalb redet sie über Sorgen, wie wir damit umgehen sollen. Und lernen als Bürger und als Botschafter des Reiches Gottes, damit umzugehen. Sorgen der Versorgung. Sorgen betreffen Gesundheit. Sorgen betreffend Beziehungen, Familie, anderer Menschen. Es dem Herrn Jesus überlassen und geben, dass es das nicht geschieht, was Jesus hier sagt. Manche Leute werden von denen Sorgen, weil sie so in die Perspektive nehmen, im Fokus haben, erdrückt und sie vergessen den Schatz des Reiches Gottes, was mit ihnen sein könnte. Jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Wie es Gott auch zuteilt. Da geht es nicht um Leistung, ich muss aber 100 bringen. Du sollst treu sein. Und das, was du verstanden hast, leben. Und er, das Reich Gottes, wird dann Frucht bringen in deinem Leben. Es ist wie bei dem, der 5 hatte und 5 Talente dazu gewonnen, 2 hatte 2, die haben die gleiche Belobigung bekommen. Der eine hatte ja am Schluss 10, der andere 4. Aber sie haben das Gleiche gehört vom Herrn. Nicht Leistung, sondern du an deinem Platz. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Absichten Gottes mit meinem Leben, dass ich sie verstehe. Was soll denn ich tun? Was hat der Harald zu tun? Und das ist Unterschiedliches im Reich. Als Beziehung mit ihm verstehen wir es. Ein anderes Gleichnis, das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Das könnten wir jetzt übertragen auf viele Ebenen. Ne? Unser eigenes Leben, unser Land, das Reich Gottes, das hineinbricht in Situationen, verkündigt wird und dann Unkraut auch verkündigt wird, dazwischen ist, Dinge, die nichts sind. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Das würden ja wir gleich machen, oder? Also, ich versuch's in unserem Stückchen Land ums Haus rum. Hab noch nicht ganz gesiegt, ne? Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reiß zuerst das Unkraut raus, sammelt es und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Ja, Jesus verwendet landwirtschaftliche Gleichnisse. Was hat es mit dem Reich Gottes und dieser Welt zu tun? Wie erklärt er uns damit das Himmelreich, das Reich Gottes? Das hineinwirkt. Klar, du weißt es ja schon, als Jünger Jesu ist dir offenbart. Und du hast vielleicht auch schon mal gespickt in Matthäus 13, ein paar Verse später. Da ist es nämlich dann wieder so weit, dass Jesus es ihnen wieder erklärt, den Jüngern. Ab Vers 36. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel.
Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Oh, da kommt Ehrfurcht, oder? Wie leben wir unser Leben? Die andere zu Fall bringen. Den gesetzloses Leben führen. Das Gesetz der Liebe Jesu. Dann werden aber die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Viele weitere Gleichnisse, die Jesus hier einfließen lässt. Vielleicht hast du ein bisschen Geschmack gekriegt, daheim die anderen Gleichnisse zu lesen. Von der Zeit her schauen wir die jetzt heute Morgen nicht noch alle an, aber da gibt es einen vom Senfkorn. Und da wächst ein Baum draus, riesig groß, schattenspendend. Das Reich Gottes wächst. Es mag ganz klein sein. Hat angefangen damals in diesem Kommen Jesu für die Nationen an einem kleinen Flecken Israel, da wo Gott schon vorher Geschichte geschrieben hat und wo er wieder Geschichte schreiben wird in der Vollendung dieses Reichs, wenn Jesus in Jerusalem wiederkommt. Und dann auch das Volk Israel ihn ganz erkennen wird. Dieser Senfkornsame, er ist gepflanzt, er wächst. Er wächst, er ist schon sehr groß geworden. Er wächst weiter. Und du bist Bürger, du bist Teil davon. Wenn dein Herz diesem König gehört, wenn du es bei ihm festgemacht hast. Harald hat das letzte Mal schon das Gleichnis reingebracht von dem Schatz im Acker, von der Perle, von dem Kaufmann, der alles hergibt, um diesen himmlischen Lohn, das Reich Gottes zu haben. Der sein Leben einsetzt, alles, was ihm anvertraut ist, um es einzubringen und einzusetzen, das Reich Gottes zu besitzen, davon Teil zu sein, im Beruf, im Alltag, in den Beziehungen, in dem, wo wir unterwegs sind, mit dieser Perspektive zu leben. Weitere Gleichnisse, die uns hier so dann gegeben sind. Im Vers 51, habt ihr das alles verstanden, fragte Jesus seine Jünger. Sie sagten mal mutig, ja. Ja, erwiderten sie. Da sagt er zu ihnen, dann wisst jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Und da berührt sich ein neuer und alter Bund. Und da berührt sich das, was du schon kennst, mit dem, wo dich Gott durch seinen Heiligen Geist noch tiefer in die Geheimnisse des Reiches Gottes hineinführen will und öffnet und dein Leben gebraucht und mit hineinnimmt. Jetzt mal die vorletzte Folie, Geheimnisse des Reiches Gottes. Geheimnisse, was sind Geheimnisse des Reiches Gottes? Ein paar haben wir heute Morgen jetzt schon berührt in den Gleichnissen. Zu verstehen, wie das Reich Gottes unterwegs ist, was nur den Kindern des Reiches gegeben ist, nicht dieser Welt. In Matthäus 13, 11, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Oder im 1. Korinther 4, 1, so muss man von uns denken, sagt Paulus, als von Dienern Christi und Verwaltern der Geheimnisse Gottes. Hast du dich so schon mal jemandem vorgestellt? Ich bin ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja. Bist du? Bist du ein guter Verwalter? Bin ich ein guter Verwalter? Altes und Neues zusammenbringt zum Leben? Perspektive Reich Gottes. Schon der Psalmist drückt es aus im Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Oder eine andere Übersetzung sagt, Gott sieht ins Vertrauen, die ihn fürchten.
du Mann, du Frau. Gott will dich ins Vertrauen ziehen, das ist seine Absicht. Und im Johannes Kapitel 14, wo Jesus dann über den Heiligen Geist spricht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Außer du hast Herzerweiterung erlebt. Du hast dein Herz Jesus geschenkt. Und er hat es weit gemacht, dass du fassen kannst, was er im Heiligen Geist dir schenken will und durch dich tun will und dir geben will. Den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zum Abschluss möchte ich so ein paar Geheimnisse nochmal so benennen, die wir aus dem Wort Gottes kennen. Und die wir nicht nur aus dem Wort Gottes kennen, sondern die in deinem Leben Frucht tragen sollen, Auswirkungen haben sollen. Und das nicht nur sonntagmorgens, wenn wir uns hier treffen, nicht nur bei deinem Date sonntagmorgens mit dem Herrn. Ich hoffe, dass dein Kalender voller Dates ist, voller Termine mit Jesus, wo diese Geheimnisse sich entfalten, bei dir sind, berühren. Das erste, Christus in uns, ist ein Geheimnis. Christus in uns. Dem will ich nachsinnen, nachspüren. Der alte Mensch, der gestorben ist, ein neuer, der ich geworden bin. Christus in mir. Im Kolosser 1, 26 und 27. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jesus, der Eckstein. Petrus sagt es, lasst euch einbauen als lebendige Steine, ausgerichtet an Jesus und an die Wirkung in eurem Leben, wie es dann auch Paulus im Römer 8, ab Vers 28 weiter beschreibt. Noch sind wir nicht ganz dort, was wir sein werden, wie auch Johannes es sagt im ersten Kapitel, wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Römer 8, ab Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Christus in euch. Er hat's vollbracht. Für dich. Damit du laufen kannst, damit du Rückenwind hast, damit du gehen kannst, damit du dich von ihm gebrauchen lassen kannst. Und weil sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Spürst du diesem Geheimnis der Herrlichkeit Gottes nach? Willst du mehr davon entdecken? Machst du Raum in deinem Herzen, dass das Reich Gottes so mit dieser Herrlichkeit unterwegs sein kann? Christus in uns. Man könnte ganze Predigten füllen mit diesem Thema. Ein zweites will ich benennen, Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ein Geheimnis,
Das kapiert die Welt nicht. Das verstehen die nicht. Dass du den besten Freund hast, der sogar in dir lebt. Der Heilige Geist, den Jesus gesandt hat, als er zurückging zum Vater. Ja? Und er sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch das Zukünftige offenbaren. Aus Beziehung mit ihm leben, handeln. Reich Gottes, verstehen, deine Platzanweisung. Darin unterwegs sein, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, Römer 8, übersetzt Luther. Die vom Geist Gottes getrieben sind, die sind Gottes. Wo treibt dich der Heilige Geist heute hin noch? Hat er eine Chance, dich wohin zu führen, hinzubringen? Die Freundschaft mit dem Heiligen Geist? Wenn du morgens schon sagst, guten Morgen, Heiliger Geist, hier bin ich. Was steht an? Was hast du mit uns vor? Dann beginnen die Abenteuer des Reiches Gottes. Heute Morgen ist mir so eins eingefallen, wo wir mal von der Zeit mit einem Team in der deutschen Stadt so in Einsätzen waren und der Heilige Geist morgens auch geredet hat, er will uns durch die Stadt führen und er will in der Stadt Dinge verändern. Nicht nur durch uns, aber wir sollen mitwirken. Und ich weiß noch, ich war mit einem, wir waren so in Zweierteams unterwegs und haben einfach so Gott gefragt, Herr, was sollen wir tun hier in der Stadt? Und dann sind wir irgendwie, wahrscheinlich hat uns der Geist dahin geleitet, in eine Straße gekommen. Das war so ein Stück Rotlichtbezirk dieser deutschen Stadt. Und da sind ganz viele Schüler aber auch durchgelaufen, hin zur Schule. Das war schon vor ein paar Jahren, wo wir da waren. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir und meinem Freund zum Gebet, wir sollen beten, dass diese Lokalitäten, diese Pornoshops, diese Wasserpfeifenläden, diese Tattoo-Shops und alles, was da so war, dass die verschwinden hier. Dass die verschwinden hier? Das Unkraut ist doch viel zu groß. Dem werde ich nie Herr. Aber wenn Jesus dir was sagt und will das tun, dann hat er was vor. Und dann hat er meistens es nicht nur mit dir vor, sondern er sagt es auch noch anderen. Aber wir waren dann da gehorsam. Ich weiß noch, der Philipp und ich, wir haben uns dann tatsächlich an den Eingang von so einem Pornoshop gekniet und haben angefangen zu beten. Dann sind wir weitergegangen zum Wasserpfeifenladen, haben da davor gekniet und haben gebetet, dass Gottes Herrlichkeit hier in dieser Straße aufbricht. Und dass die Menschen, die hier Liebe suchen und Ziele suchen, dass sie wahre Liebe finden und Ziele finden und ankommen in das, was Gott mit ihnen gedacht hat. Ich weiß noch, vor dem Wasserpfeifenladen ist einer vorbeigekommen, geht's euch gut? Also ich wusste nicht, was der dachte, wie wir drauf sind, aber Jesus hat schon gesagt, die Welt wird euch nicht verstehen, wenn ihr so in den Geheimnissen unterwegs seid, was er sagt. Wisst ihr, was das Erstaunliche ist? 2 Jahre später, ein guter Freund, der in der Stadt ist, die beten auch für diese Stadt, hat er gesagt, Klaus-Peter, wisst ihr noch damals im Gebiet, wo ihr dann erzählt habt, wo ihr gebetet habt? Diese ganze Straße wurde abgerissen. Das Rotlichtviertel gibt es immer noch, aber außerhalb der Stadt und die ganzen Schulkinder laufen da nicht mehr durch. Aber Gott will was bewegen und es waren nicht der Philipp und ich. Wir haben ein kleines Puzzlesteinchen vielleicht gehabt. Da haben andere mitgebetet. Was will der Heilige Geist in der Freundschaft, die mit du ihm pflegst, tun? Was will er durch euch tun, die jetzt dieses Jahr irgendwo sein werdet in dieser Welt? Wo ihr nicht nur einfach mitlauft in dem, was dort schon läuft, wo der Heilige Geist durch euch Geniales zünden will, beginnen will, weil ihr mit ihm unterwegs seid. Und der Heilige Geist, er rüstet aus mit Geheimnissen, Charismata, ja, mit Geistesgaben, das Geheimnis der Heilung, Wunder, die geschehen. Das nächste benannt hier Geheimsprache, Sprachengebet. Das ist eine Sprache des Reiches Gottes. Ja, damals am Pfingsten geschenkt, in damals bekannten Sprachen. Es gibt beides Sprachenwunder, wenn der Heilige Geist wirkt. Sprachenwunder, dass eine bekannte, auf Erden gesprochene Sprache plötzlich von jemand gesprochen werden kann. Schon einige Zeugnisse davon gehört, der das so bekommen hat. Würden wir uns alle wünschen, ne? Statt Sprachschule, wenn wir so irgendwo hingehen, nächster Urlaubsort oder besser natürlich Einsatzort irgendwo. Und man kann die Sprache plötzlich, weil der Heilige Geist ihm schenkt. Aber dann auch das Sprachwunder, eine Himmelssprache zu sprechen, die auf Erden nicht gesprochen wird. Wie der Paulus im 1. Korinther Kapitel 14 drauf eingeht. Ja, da gibt es viel Streit drum in der Christenheit. Da wurde auch viel Quatsch mitgemacht schon. Und das Geheimnis wurde vielleicht auch schon falsch ausgeplaudert oder an falschen Stellen eingesetzt. Aber es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und er teilt aus, wie er will, das Sprachengebet oder auch
Zungengebet. 1. Korinther 14. Und die Frage einfach, bist du in diesem Geheimnis unterwegs, wenn Gott dir darin was geschenkt hat? Oder auch alle anderen Geistesgaben der Heilung, der Erkenntnis, der Weisheit, der Unterscheidung von Gut und Böse. Du kommst in Situationen und du kannst als Botschafter des Reiches Gottes Licht und Finsternis benennen. Nicht verdammen und verurteilen, dazu ist Jesus nicht gekommen. Aber zu trennen, frei zu machen, frei zu legen, wo Menschen gebunden sind in Ketten. Dazu gibt der Heilige Geist diese Geheimgaben, die die Welt nicht kapiert. Aber den Kindern des Reichs ist es geschenkt. Vers 2 im 1. Korinther 14. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn hingegen jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Vorhin schon so Worte prophetisch hineingehabt vor der Predigt, die vielleicht gesprochen haben zu dir. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Klar, es ist eine Geheimsprache, es ist eine Gebetssprache, es ist etwas, was wir in der Fürbitte einsetzen können, wenn unser Verstand schon ans Ende gekommen ist und der Geist Gottes uns aufhilft und weiterbetet in uns. Und in der Versammlung dann zur Sprachenrede, wenn auch eine Übersetzung mit da ist und jemand es deutet. Ja. Aber keine Angst vor den Geheimnissen des Reiches Gottes. Ja. Keine Angst, in dem zu wachsen, zu reifen, unterwegs zu sein. Da wird von manchen Teilen der Christenheit richtig Angst gemacht. Und dabei ist da drin eine Kraft, die vom Geist Gottes unterwegs ist. Klar, es wurden auch manche Fehler schon gemacht, wie mit jeder Gabe, die man einsetzen kann. Und die Gabe hat noch nicht aufgehört. Das wird aufhören, wenn wir von Angesicht zu Angesicht dem Herrn begegnen werden, wie es 1. Korinther 13 sagt. Manche deuten das, seit es die Bibel gibt, ist das Vollkommene da, braucht es diese Gaben nicht mehr. Aber es heißt unter anderem auch, dass Erkenntnis aufhören wird. Es wäre schlimm, wenn die schon aufgehört hätte jetzt. Es heißt ganz klar dann, wenn wir von Angesicht zu Angesicht, jetzt sehen wir noch wie durch einen Spiegel, sagt Paulus ganz klar. Ja, ist vielleicht mal interessant, 1. Korinther 12, 13, 14 zu studieren. Und dann das Herz öffnen und sagen, Herr, was hast du mit mir darin vor? Kurz noch zwei Dinge, die ich erwähnen will. Engel, die unsichtbare Welt. Geheimnis. Hebräer 1, 14. Das Reich Gottes. Das sind dienstbare Geister, den Botschaftern des Reiches Gottes zur Verfügung gestellt. Wie wir in Hebräer 1, 14 lesen können. Wir in dieser Welt leben so abgeklärt in unserer Welt, in der westlichen Welt. Georgie in Afrika, da ist die unsichtbare Welt so viel präsenter für die Menschen, oder? Asien, da ist ein ganz anderes Rechnen mit dem, was auch an Dynamik in der unsichtbaren Welt geschieht und passiert. Von den Gleichnissen wurden die Engel schon mit erwähnt. Rechnest du mit den Engeln, die dich begleiten? Dienstbare Geister, dir gegeben, ja, den Botschaftern des Reiches, zum Schutz, zur Kraft, zur Versorgung, im Geist, auch bei dir, mit dir. Und ein letztes, das Geheimnis der Entrückung, wenn Jesus das Reich vollenden wird. Ich habe darüber ja auch schon mal so erwähnt in den letzten Predigten über das Reich Gottes. Das Reich, die Entrückung, verstehen, darauf hinleben. Das ist das Nächste, was für die Botschafter des Reiches Gottes an Dramatischem bevorsteht. Ich freue mich drauf. Ja. Bis dahin sollen wir
das Reich Gottes verkünden. Aber das wird ein Zeichen sein, wo Jesus dann in die Vollendung seines Reiches geht. Und der Paulus nennt es hier so im 1. Korinther Kapitel 15. Wir finden es dann auch noch im 1. Thessalonicher 4. Die Stelle, glaube ich, haben wir vor ein paar Wochen gelesen. Deshalb heute hier 1. Korinther 15, ab Vers 50. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält, das, was noch aussteht, das, was vollendet wird. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune klingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Auch dieses Geheimnis leben wir zu. Aber es ist den Kindern und denen, die zum Reich Gottes gehören, jetzt schon gegeben. Mit Vorfreude, mit Erwartung drauf zu gehen. Ursel, ich weiß, du hättest am liebsten heute schon, ne? Ich würde mitkommen. Aber es gibt auch noch was zu tun. Und so lange senden wir und segnen wir die, die zum Reich Gottes gehören. Ich will uns einladen, dass wir abschließen, bevor wir so im Segen heute Morgen enden, das Lied singen für den König. Weil dieses Lied einfach nochmal so das auch zusammenfasst. Für was lebst du? Mit welcher Perspektive bist du unterwegs? Verstehst du dich als Bürgerin und Bürger des Reiches Gottes? Gehört dein Herz Jesus? Weißt du, dass du Botschafter bist? Dass du was repräsentierst, wenn du wieder unterwegs bist? Nicht nur hier drin, wo wir alle schön nett zueinander sind, sondern wenn es jetzt wieder rausgeht, in die Welt der Abenteuer. Es gibt viel, viel mehr Geheimnisse des Reiches Gottes. Der Heilige Geist erklärt sie. Er entfaltet sie, so wie du es brauchst. Aber es braucht diese Entschlossenheit, dass du sagst, für den König lebe ich, für den König bin ich unterwegs. Ich lade uns ein, dazu aufzustehen.